Es ist Dienstagmorgen, erster Messetag und damit Händlertag auf der IDS. Für das Fachpublikum bleiben die Tore heute verschlossen. Nichtsdestotrotz sind wir vom Henry Scheinmeck live vor Ort und klären die Frage, was bedeutet das für Ihre Praxis? Ein weiterer großer Hersteller in puncto digitaler Abformung ist Dentsply Sirona. Ganz neu hier die PrimeScan. Und diese Vielfalt richtig einzuordnen, das ist gar nicht so einfach. Ja, und viele weitere Infos und Beiträge gibt es natürlich im Henry Scheinmeck. Ja, und in diesem Jahr ist alles ein bisschen anders, denn eigentlich sollten wir heute in Hannover im Kuppelsaal stehen. Stattdessen sind wir hier im schönen Sauerland im Studio von Trilux, fühlen uns aber pudelwohl, oder Markus? Ja, dann schauen wir doch gleich mal auf unsere nächste Kategorie: Außenbeleuchtung, Inszenierung, Architektur. Hier sind Sie, unsere Nominierten. Bei der zweiten Stammstrecke geht es mit wichtigen Zwischenetappen in die nächste Bauphase. Das waren jetzt ganz schön viele Informationen auf einmal. Alle weiteren Details, wie zum Beispiel die Wegeleitungsvideos, finden Sie auf unserer Homepage unter s-bahn-münchen.de. Dort gibt es auch detaillierte Informationen zu allen anderen Baustellen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, bleiben Sie gesund und kommen Sie gut durch den Sommer mit der S-Bahn München. Servus, Ihre Steffi. Heute geht es um das Thema künstliche Intelligenz im Gespräch mit Dr. Heinz-Werner Rapp, dem Gründer und Leiter des Feri Cognitive Finance Institutes. Hallo Herr Dr. Rapp, schön, dass Sie heute da sind. Die Stimmung ist super. Ich bin Jasmin Jakob, werde für euch live berichten. Und ihr seht schon unsere 10 Teams im Hintergrund. Seid einfach live dabei und drückt euren Team die Daumen. Los geht's, wir starten ins Finale. Stadt, Land, Fun. Die Stunde der Wahrheit. Lady der Tafelrunde. Prost. Im Harz kann man wandern, soweit einen die Füße tragen. 8000 Kilometer offizielle Wanderwege. Da müsste doch eigentlich für jeden was dabei sein. Wow, dieser Eiskanal ist einer der schwierigsten und gefährlichsten der Welt. Hier rauschen die Profis mit über 130 Sachen vorbei. Ich will ja nicht schwimmen, sondern in die Luft gehen. Und zwar mit diesem komischen Buggy hier. Der hat hier so eine Art eingebauten Ventilator. Naja, ich bin mal gespannt. Also Sven, das Herzklopfen wird nicht weniger, ja? Ganz im Gegenteil. Ich sag's dir.